Hi liebe Leute, ich bin's wieder und nach einer kleinen Pause, ich hoffe ihr seid nicht sauer, wir haben ein paar Schneevideos noch hochgeladen und jetzt geht's weiter. Am Ende des Videos kommt ein Gewinnspiel, danach kommen in den nächsten Monaten auch wieder mehr Gewinnspiele. Ich hatte in den letzten Wochen sehr viel um die Ohren, deswegen hat es nicht geklappt, was zu filmen. Wir haben jetzt minus 10 Grad und jetzt das nächste Video für euch. Hinter der Kamera Tobi, hier sein Downhill-Bike. Das brauchen wir auch für das eine Video. Und der Mythenmörder, kennt ihr, heißt, wir gehen mal alte Mythen an, die man immer so liest und hört und gucken, was kann man da noch optimieren, damit Dinge besser klappen. Und ihr wisst, für Manual Impulse, den man für Manual, für Bunnyhop und so weiter nutzen kann, ist einfach einer meiner Lieblingsthemen und ich sehe halt immer, welche Dinge da schief gehen. Und vielleicht habt ihr das schon mal gelesen und gehört, dann liest man, man soll erst aus der entspannten Haltung in die tiefe Haltung und sich dann explosiv den Körper nach hinten werfen, um in den Manual zu gehen, das, den Schwerpunkt nach hinten zu kriegen. Also Körper explosiv nach hinten werfen. Ich möchte euch mal zeigen, was passiert, wenn man das mit einem Bike macht. Ich nehme jetzt mal das Downhill Bike, das ist etwas länger. Und dann seht ihr mal, welchen Effekt das hat. Wie ich das mache, ich gehe runter und werfe ihn nach hinten. Dann passiert nicht so viel. Das Vorderrad hebt ein bisschen an. Ich muss aber auch echt schon sehr weit nach hinten gehen. So, und das ist häufig ein Problem. Leute probieren das und sagen, ich komme einfach nicht mehr höher. Ich habe ein recht langes Fahrrad, ein Downhill-Bike oder ein E-Mountainbike. Ihr wisst ja, die Räder sind alle ein bisschen länger heute als früher oder als ein Dirtbike. Mit einem Dirtbike würde es vielleicht sogar noch gehen. Diese ganz kurzen kleinen Räder, wenn man sich nach hinten bewegt. Bei einem großen Bike, da müsst ihr es noch anders machen. Und ich zeige euch das mal. Und zwar, die gibt es auch als Trockenübung. Wenn euch aus der entspannten Haltung sehr dynamisch runter bewegt hat, dann müsst ihr mit vollem Schwung und Dynamik den Lenker nach vorne schubsen. Bam! Richtig, als wenn ihr irgendwie zack den Lenker nach vorne werfen wollt. Und dann kriegt ihr die Dynamik hin und das Vorderrad kommt viel höher, als wenn ihr einfach nur den Körper nach hinten werft. Wenn ihr das Rad nach vorne schiebt, ist natürlich nachher euer Körperschwerpunkt hinten. Das ist ganz klar. Ich möchte euch das mal zeigen. Also im Vergleich einmal nach hinten werfen, klein machen, nach hinten werfen, passiert nicht so viel. Und jetzt klein machen, Lenker nach vorne schubsen, kam das Vorderrad schon viel höher. Und daraus kann man dann kleine Manuals machen. Also von der Bewegungsrichtung ist es zwar gleich, man geht erst, wenn meine Hand jetzt die Hüfte ist, erst runter und dann nach hinten, dass diese oft zitierte L-Form runter und nach hinten, was eine super Technik ist, auch wenn man nachher dann den Bunnyhop machen will oder erstmal hier den Sweet Point vom Manual sucht. Von da aus kann man sich immer noch bewegen, aber der Unterschied ist, wirft man nur den Körper nach hinten oder geht man tief und schubst den Lenker nach vorne und kriegt viel mehr Dynamik rein. Ihr wisst, vorher durch dieses aktive dynamische Runtergehen werdet ihr auch die Federung komprimieren und das Ausfedern des Dämpfers hilft euch auch als Preload quasi. Jetzt natürlich die Sache, es gibt sehr verschiedene Körpermaße, manche sind sehr groß. Dann gibt es auch noch den Unterschied, hat man lange Beine, kurze Arme und so weiter und so fort. Wenn ihr Probleme habt, das Vorderrad höher zu kriegen, dann testet das, anstatt nur den Körper nach hinten werfen, richtig schubsen. Ich zeige euch das jetzt nochmal, wie ihr dann in den Manual kommt. Ihr müsst natürlich die hintere Bremse im Griff haben, wenn es zu viel ist. Dann könnt ihr die Bremse ziehen, zack, fällt das Vorderrad runter und ja. Das sind meine Tipps. Mythenmörder, Gewicht explosiv nach hinten werfen. Bringt das was? Ich gebe euch den Tipp, gerade wenn ihr Probleme habt, das Vorderrad hochzukriegen, richtig schubsen in die Armstreckung und probiert es aus. So, Mythenmörder ist jetzt erstmal das Thema gegessen. Das Gewinnspiel fangen wir klein an. Was ihr machen müsst, schreibt einfach mal in die Kommentare hier bei YouTube. Welchen Fahrtechnikkurs, welches Thema ihr bei mir mal gerne machen würdet, falls ihr in einer ganz anderen Gegend
wohnt, dann ist es natürlich eher so, vielleicht mal, wenn ihr in der Nähe hier wohnt, könnt ihr es vielleicht auch wirklich machen. Müsst ihr auch mal auf ridefirst.de gucken, mal gucken, welche Kurse es gibt, Level 1, 2, 3 und so weiter. Wir haben auch Airtime-Kurse, Manual-Wheelie-Kurse, Lady-Kurse, Mental-Kurse, Spaß statt Angst, also eigentlich alles Mögliche. Und dann schreibt ihr einfach mal drunter, welcher Kurs euch so interessieren würde. Und zu gewinnen gibt es zwei Preise. Einmal hier eine schöne Q-Pütze und ein World of Mountainbiken Best of 2019. Das sind die so eine Art Katalog mit vielen schönen Fahrrädern und Teilen. Und das andere, falls ihr noch was für die Wand braucht, ein ziemlich schöner Kalender, auch von der World of Mountainbiken. Jahreskalender 2019 und MTB Travel, wenn ihr ein bisschen Inspiration sucht, hoppala, für die nächsten Reisen im Sommer. Also, dann wird einfach ausgelost aus allen Kommentaren und erstes Gewinnspiel. Ja, und sonst folgt mir mal auf Instagram durch den Link drunter, dann werdet ihr auch immer up to date bleiben. Bis zum nächsten Video.